Es ist 5 Uhr morgens und das hat den Grund, dass wir zu den brennenden Felsen wandern und uns dort den Sonnenaufgang anschauen. Und wir nehmen euch dahin jetzt mit. Die Feuer von Chimera sind ein einzigartiges Naturphänomen und befinden sich an der Südküste, also an der lykischen Küste in der Türkei, in der Nähe von Cirale. Cirale ist ein Küstenort in der Provinz Antalya, welches für den Olympus Beach, einen ganz besonders schönen Strand, bekannt ist. Die Wanderung, welche wir hier machen, haben unsere Freunde Julian und Nicole über Komoot geplant und sind diese Runde schon zum Teil am Tag abgelaufen. Für so eine Aktion würden wir euch auf jeden Fall empfehlen, die Tour gut zu planen und Stirnlampen mitzunehmen. Wenn ihr die brennenden Felsen in Ruhe genießen wollt, dann würden wir euch raten, vor Sonnenaufgang dort zu sein, denn dann leuchtet das Feuer noch besonders schön und je nach Jahreszeit ist es noch angenehm kühl. Aus dem Boden entweicht natürliches Erdgas, das an der Oberfläche austritt und sich vermutlich vor Jahrtausenden entzündet hat. Geil. Das kannst du halt in Turkmenistan nicht machen. Ja. Die Feuerstellen, welche man hier sieht, werden auch die oberen Feuer genannt, weil sie nochmal um einiges höher liegen als die Hauptattraktion. Dafür hat man hier aber eher seine Ruhe. In der Türkei nennt man diesen Ort auch Yanataş, welcher wörtlich übersetzt brennender Stein heißt. Der Ort wird aber auch Chimera genannt, weil hier angeblich die Chimera, also das Mischwesen der griechischen Mythologie, gewohnt hat. Jenes feuerspeiende Mischwesen mit dem Kopf eines Löwen, dem Körper einer Ziege und dem Schwanz einer Schlange. Thank you.
Ja, mittlerweile haben wir unseren Instagram-Account, der gesperrt war, aus keine Ahnung welchen Gründen, wieder zurückbekommen. Das war eine Riesen-Action. Den verlinken wir euch hier unten. Schaut gern vorbei oder abonniert unseren Instagram-Kanal, wenn ihr mit uns mitreisen wollt und tiefere Einblicke haben wollt in unsere spannenden Reisen und alles rundherum. Im nächsten Video besteigen wir einen Vulkan, was ein großer Wunsch von mir war. Und wie versprochen besuchen wir die tanzenden Derwische. Mir hat auf jeden Fall wieder sehr gefreut, dass ihr mit uns dabei wart. Kommt doch beim nächsten Mal wieder mit, wenn es heißt, ein herzliches Hallo auf der Happy Road. Also bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.